Wir sind ja mittlerweile schon froh, wenn wir überhaupt noch Geräte zum Testen haben. Stichwort Chipmangel und allgemeine Rohstoffkrise. Gut, das war jetzt etwas übertrieben. Trotzdem ist es auch für uns aktuell gar nicht so leicht, manche Geräte in größeren Stückzahlen zu bekommen. Samsung behilft sich teilweise damit, einzelne Modelle erstmal nach hinten zu schieben und gewinnträchtige Modelle wie die Z-Serie zu priorisieren. Trotz allem legt Samsung aber natürlich immer noch viel Wert auf seine Mittelklasse. Hier am Beispiel des Samsung Galaxy A52 S5G. Trotz allem also schon eine Neuauflage des A52 nach nur einigen Monaten. Ob Samsung hier die richtigen Prioritäten gesetzt hat oder ob man einfach das A52 hätte weiterverkaufen sollen, erfahrt ihr im Video. Ich fasse jetzt einfach schon mal zusammen, ganz zu Anfang des Videos, und hoffe jetzt mal nicht, dass die Wiedergabedauer in den Keller geht. Hier also kurz und knapp die Neuerungen des A52 S5G. 5G für alle, Minze als neue, frische Farbe, 120 statt 90 Hertz, ein stärkerer Prozessor, flotteres Wi-Fi und etwas längere Laufzeiten. Das Design hat sich im Vergleich zum A52 und A52 5G nicht verändert. Bei der Größe setzt Samsung hier auf ein Einheitsmaß, ist also vergleichbar mit den meisten Geräten des Herstellers und auch vieler anderer. Insgesamt liegt das Smartphone ganz gut in der Hand, auch wenn es für viele immer noch ungewohnt ist im Vergleich zu den Topmodellen, steht die Kamera hier fast schon kaum heraus. Der mattierte Kunststoff fühlt sich noch gut an, nur der Rahmen fällt ja wortwörtlich aus dem Rahmen und ist rutschig und fühlt sich dann leider schon nicht mehr ganz so hochwertig an. Die Knöpfe sind meiner Meinung nach gut platziert, fühlen sich gut an, wackeln nicht und bestätigen jede Eingabe mit so einem befriedigenden Klicken. Auch eine Speichererweiterung gibt es um bis zu 1 Terabyte. Wer die nicht braucht, kann hier oben dann eine zweite SIM-Karte reinlegen. Es ist also ein Hybrid-Slot und man muss sich entscheiden zwischen beidem. Hier oben gibt es dann eben noch Mikrofone. Ansonsten schauen wir hier mal auf die Unterseite. Hier seht ihr dann einen Teil des dynamischen Stereo-Lautsprecher-Duos, der ganz gut funktioniert, auch wenn der zweite Teil sich den Platz teilt mit dem Hörer zum Telefonieren. Hier unten dann der USB-C-Anschluss. Leider funktioniert die Datenübertragung immer noch nur mit USB 2.0. Ihr habt also nicht die volle Datenübertragungsgeschwindigkeit. Immerhin, das Laden geht mit 25 Watt. Man spricht sogar von einer super Schnellladefunktion. Leider ist immer noch nur ein Ladegerät mit 15 Watt enthalten. Damit dauert das Laden dann schon länger. Wenn ihr mit dem normalen Netzteil 60 Minuten braucht, dauert das mit dem langsamen Netzteil natürlich entsprechend länger. Dafür kommt man mit dem Gerät gut durch volle 2 Tage. Ein QI oder Qi-Laden gibt es leider nicht. Ansonsten habt ihr hier unten noch einen 3,5 mm Anschluss für eure Kopfhörer und ihr könnt auch gleichzeitig noch Kopfhörer hier unten bei dem USB-C-Anschluss einstecken. Google Pay gibt es durch NFC, jetzt außerdem neu gibt es Wi-Fi 6, das wird euch hier oben sogar dauerhaft angezeigt, wenn ihr es habt. Und wie der Name des Smartphones schon sagt, es gibt 5G, allerdings zwangsweise, und Bluetooth 5 gibt es natürlich auch. Ein UKW-Radio gibt es allerdings nicht mehr. Außerdem ist es immer noch wasserfest nach der IP67-Zertifizierung, was in dieser Klasse schon eher selten ist. Everything is awesome bei Samsung, auch bei der Betitelung der Farben. Also es gibt Awesome Black, White, Violet und Mint als neue Farbe. The Return of the Bällchen. Schon beim Entsperren dreht diese One UI richtig auf. Mittlerweile habe ich ja meinen Frieden gefunden mit Samsungs Oberfläche hier in der Version 3.1 mit Android 11 als Unterbau. Doch an diese flauschigen Kugeln hier beim Entsperren werde ich mich wohl nie gewöhnen können. Ansonsten macht ja diese Oberfläche mittlerweile schon Lust auf mehr, vor allem die nächste Version der One UI, die ja schon in den Startlöchern steht und eben Googles Idee des persönlichen Androids mit Material U sehr gut umsetzt. Und ansonsten kann man sich eben bei diesem Gerät schon noch auf einiges neue Android-Versionen freuen. Leider verrät uns Samsung noch nicht, wie viele. Immerhin verspricht man 4 Jahre Sicherheitsupdates, bei diesem Gerät sogar monatlich. Und das ist doch schon mal was. Und damit euer Akku auch die kompletten 4 Jahre lang hält, empfehle ich es tatsächlich, den Akku immer zwischen
20 und 80% zu halten und eben nicht über Nacht zu laden. Das kann wahre Wunder bewirken. Leider könnt ihr das in dem Smartphone hier nicht einstellen und auch nicht unter dem Punkt Akku- und Gerätewarnung. Das ist etwas schade. Ansonsten gibt es hier direkt nach dem Einschalten schon ja, viel zu sehen, im Positiven wie auch im Negativen. Allerdings lassen sich die meisten Apps hier zum Glück deinstallieren, wenn ihr sie nicht braucht. Während man beim Vorgänger noch auf den Qualcomm Snapdragon 720G gesetzt hat, ist es nun hier der 778G und der ist echt nochmal 50% schneller. Man kann es kaum glauben. Und bei der Grafik sollen es sogar noch mehr sein. Beim Display setzt man hier auf ein 6,5 Zoll Punch Hole. Also das heißt hier in das Gorilla Glass 5. Und das, in das Display ist so ein kleines Loch hier gestanzt worden, in dem die Kamera sichtbar eingesetzt worden ist. Man spart sich dadurch aber immerhin eine sehr große Aussparung. Für Kameras unter dem Display ist es allerdings eindeutig noch zu früh. Das hat man zum Beispiel beim Samsung Galaxy Z Fold gesehen. Die Auflösung des Displays beträgt 1080 x 2400, also Full HD Plus, Super AMOLED wie beim Vorgänger. Allerdings gibt es jetzt hier sogar noch flüssigeres Scrollen und zwar mit 120 Hertz. Vorher gab es nur 90, wobei schon diese 90 Hertz eine spürbare Verbesserung waren für die meisten. Hier hätte es also meiner Meinung nach kein Upgrade gebraucht. Das Ganze passiert hier adaptiv, wenn keine 120 Hertz benötigt werden, dann regelt das A52S die Wiederholrate herunter. Oder wenn der Prozessor trotz allem doch nicht genug Leistung bringt, was aber eher selten passiert. Auch in Sachen Helligkeit spielt das Smartphone in der oberen Mittelklasse mit. Das lässt sich hier schon relativ hell hochregeln. Natürlich bei den Top-Modellen gibt es dann noch etwas mehr teilweise. Ein Always-On-Display gibt es auch. Allerdings muss man dazu sagen, dass es jetzt auch nicht Always-On ist, sondern das Ganze ist dann eher nur ein paar Sekunden nach dem Ausschalten Always-On. Ein Fingerabdrucksensor gibt es hier vorne unter dem Display. Geändert hat sich hier wohl nichts. Entsperren kann man das Gerät allerdings zum Beispiel auch mit anderen Methoden, einem Muster, einem PIN, einem Passwort oder eben mit den biometrischen Methoden Gesicht und Finger. Bei der Kamera handelt es sich um die gleiche wie beim Samsung Galaxy A52. Trotzdem habe ich natürlich noch mal ein paar neue Fotos für euch angefertigt. Damit es nicht langweilig wird, habe ich das Samsung Galaxy A52 S5G auf einen kleinen Ausflug mitgenommen. Die Hauptkamera bietet weiterhin 64 Megapixel mit einer 1,8er Blende. Vor allem beim Aufnahmen im Dunkeln kann man von der großen Blende auf jeden Fall profitieren. Und wem das nicht reicht, der kann sogar hier auch noch auf einen Nachtmodus zurückgreifen, den Samsung bietet. Die Aufnahmen sind hell, aber eben ohne die Stimmung der Nacht zu verfälschen und zu hell zu wirken. Bei den Details, gerade wenn man näher heranzoomt, muss man dann natürlich Abstriche machen gegenüber den Top-Modellen. Wer hier mehr will, kann gerne auf die vollen 64 Megapixel zurückgreifen. Allerdings nicht bei Dunkelheit und schlechteren Lichtverhältnissen, denn da wird mit diesen 64 Megapixeln im Gegensatz zum Pixel-Binning einfach weniger Licht eingefangen. Vor allem hilft bei diesen Aufnahmen aber der optische Bildstabilisator, falls eben doch länger belichtet werden muss. Bei den Videomodi gefällt mir weiterhin sehr gut nicht nur der normale Videomodus, sondern der Profi-Videomodus, bei dem einige Einstellungen vorgenommen werden können. Videos gibt es mit 4K mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde, bei Full HD sind es sogar 60. Außerdem gibt es hier eben eine Ultra-Wide-Kamera mit einer 2,2er-Blende. Leider lässt sich eben nicht stufenlos zwischen diesen Kameras wechseln. Wegen der kleineren Blende sind die Bilder bei Nacht dann natürlich schon schlechter. Mit dem Nachtmodus kann man aber auch hier noch etwas mehr rausholen. Ansonsten gibt es auch noch eine 5-Megapixel-Makro-Kamera. Die kommt bei mir allerdings eher selten zum Einsatz. Der Vorteil gegenüber anderen Modellen mit einer Makrokamera ist immerhin, dass man hier 5 Megapixel hat statt 2 Megapixel und die Ergebnisse damit einigermaßen okay aussehen. Mit dem Porträtmodus bekommen eure Schnappschüsse dann eine schöne Hintergrundunschärfe. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Bilder nicht mit der 5 Megapixel Kamera geschossen werden, sondern die eben nur zur Abstandsmessung und für diese Hintergrundunschärfe da ist. Zu guter Letzt wollen wir dann
natürlich hier auch noch die Frontkamera begutachten. Diese bietet 32 Megapixel, ja, und da seht ihr sie jetzt auch schon, beziehungsweise ihr seht mich. Es wäre wahrscheinlich besser, wenn ihr nur die Kamera sehen würdet, aber das können wir jetzt nicht ändern. Tatsächlich für mich auch ein bisschen ein Ärgernis ist diese prominente Platzierung dieses Fun-Modus. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Wahrscheinlich soll das jetzt irgendwas zu Halloween sein. Das Ganze wird tatsächlich verwirklicht in Zusammenarbeit mit Snapchat. Unser aller großer Vorteil ist natürlich, dass wir hier auch noch auf mehr klicken können und dann hier unten diese Platzierung anpassen können. Außerdem kann ich hier noch so ein Selfie direkt anlegen, indem ich hier die Hand auflege. Aber ich glaube, Hand auflegen können andere Leute wohl besser als ich. Macht es überhaupt noch Sinn, in der derzeitigen Situation in diesem Ausmaße neue Smartphones herauszubringen? Ja, sagt Samsung. Gut, für die macht es jetzt auch wenig Unterschied, ob man ein A52 oder A52 S5G produziert. Außer vielleicht der Prozessor des Vorgängers ist schon gar nicht mehr lieferbar. Auf Samsungs Homepage zum Beispiel ist nämlich das A52 5G ausverkauft. Dafür stellt Samsung eben für jeden und jede sicher, dass es zum aktuellsten Zeitpunkt immer die aktuellste Hardware gibt. Und die Vorteile des A52 bleiben ja dabei natürlich sogar erhalten. Das heißt, wir haben einen Stereo-Lautsprecher, IP-Zertifizierung und die Kamera-Features der Flaggschiffe und man hat eben nochmal verbessert, zum Beispiel beim Display mit noch schnellerer Bildwiederholrate. Und mit dem schnelleren Prozessor ist sogar ein Kritikpunkt des A52s komplett ausgemerzt worden. Dafür kann eben das A52s jetzt noch ein kleines bisschen wärmer werden. Außerdem liegt leider immer noch ein langsames Netzteil im Lieferumfang und wer sich dann noch ein schnelleres dann holt, hat eben dann im schlimmsten Falle wieder noch mehr Elektroschrott, den wir eigentlich vermeiden wollten. Auch weiterhin sind allerdings Alternativen zu diesem Gerät hier sehr rar gesät. Mit 120 Hertz und IP-Zertifizierung. Geräte wie das OnePlus Nord 2 oder das Xiaomi Mi 11 Lite kommen auch gut ohne aus. Trotzdem ist natürlich auch der Vorgänger immer noch empfehlenswert, das A52 oder A52 5G, wenn es denn noch bekommt. Natürlich könnt ihr die Geräte auch alle vergleichen, zum Beispiel bei uns bei TCS in Kaufering oder Schwabmünchen. Schaut doch da einfach mal vorbei, wo ihr uns findet, in Oberbayern oder Schwaben. Das Ganze könnt ihr herausfinden bei tcs24.de. Ansonsten würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns auf YouTube abonniert und die Glocke dabei natürlich nicht vergesst. Außerdem bei Facebook ein Like dalasst und bei Instagram uns abonniert. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder. Wenn ihr noch Fragen habt, Anregungen oder Bestellungen, einfach eine E-Mail an info@tcs24.de oder ihr könnt uns sogar mittlerweile eine WhatsApp schreiben an die unten eingeblendete Nummer. Ja, und dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Gut.